Wir sind Gastgeber. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind keine großen Geschäftsmänner, wir sind keine großen Kaufmänner. Über uns steht der Gast im Vordergrund. Herzlich willkommen im Parkcafé. Ich bin der Chris Lehner. Ich bin seit 2006 zusammen mit meiner Frau Wirt und Gastgeber hier im Parkcafé. Wir freuen uns unglaublich, dass es wieder losgeht. Und ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie in Worte fassen kann. Die Jungs sehen zum Verlieben aus. Wir haben jetzt den Lockdown wirklich auch genutzt. Jetzt werden wir so um die 90 Plätze haben. Aber es ist natürlich, also wenn du jetzt hier siehst, wie die Sonne auf diesen Vorhang scheint, das ist ja Wahnsinn. Wir nehmen das Gold auf von den Wänden, wir haben das ist der Wahnsinn. Und hier die Tische, das sind ja unsere alten. Die sind abgeschliffen, neue Füße drunter. Das haben wir wirklich ganz viel in Eigenleistung gemacht, weil die Kollegen gesagt haben, also zu Hause sitzen ist ja doof, was auch sehr lustig war, weil wir dann eben statt Kellnerschürze aber einen Blaumann anhatte. Das ist ein Bild, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und das war wahnsinnig cool, das so gemeinsam da erleben zu können. Das Parkcafé ist mehr als nur einfach irgendwie ein einfacher Betrieb. Es ist wie so ein Familienmitglied. Ja, das ist so unser Angeber-Eckerl. Hier sind ganz, ganz viele Originalfotos noch von der Bauzeit. Zeitungsartikel, wer schon alles bei uns war. Ich finde die immer ganz gerne und es ist immer ganz lustig, wenn man dann die Gäste sieht, die hier stehen und dann gar nicht mehr loslassen können, weil es einfach so spannend ist. Das Parkcafé ist seit den 30er Jahren Teil dieser Stadt, in den 70er, 80er Jahren als legendäre Location des Tanztees, Ende der 80er Jahre dann als wirklich absolut hipper Club. Ja, also hier hängt jetzt dieses Plakat vom 21. Mai 87, als Prince, also der legendäre Prince, hier zusammen mit Madhouse sein Off-Konzert gespielt hat. Da war ich noch ein kleiner Junge und habe in meinem jugendlichen Leichtsinn versucht, hier in die damalige Diskothek Parkcafé hier reinzukommen. Ich wollte Prince unbedingt live sehen. Naja, hat nicht ganz geklappt. Mei, und wenn man das natürlich heute anschaut, heute habe ich den Schlüssel von dem Haus. Heute betreibe ich dieses Haus seit 15 Jahren. Ich gehöre hierher, ich muss hierher, ich brauche dieses Haus und das Haus braucht mich. So, dann fahren wir den mal hoch hier, den Freund. Das ist schon was Besonderes, wenn man die Station hier oben startet. Das ist schon mein Lieblingsplatz hier oben. Du hast hier den Blick auf die Bühne, du hast den Blick über die Bar, wenn dann der Zapfhahn läuft und das Bier läuft und Kaffee aufgebrüht wird. Wunderbar. Es war schon so ein bisschen spooky jetzt hier diese ganzen Monate, wo ich dann zum Teil mit ein, zwei Kollegen oder zum Teil sogar ganz alleine hier war. Das ist schon schade, wenn dann so dieses Leben aus diesem riesen, wunderschönen Raum verschwindet. Ja, die Gesamtsituation war natürlich für uns dramatisch. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe oft nicht geschlafen. Ich habe natürlich, jede Nacht haben wir Existenzängste gehabt. Natürlich auch unsere Mitarbeiter. Wir haben uns ganz intensiv ausgetauscht. Das ist wirklich, das schweißt uns zusammen. Und man hat hier so einen Chorgedanken. Wir sind eine Ansammlung von ganz lustigen Charakteren, die als Team funktionieren, die alle einzelnen Geschichten zu erzählen haben, aber eben hier gemeinsam dieses Haus einfach rocken. Man hört wieder Stimmen, die Kollegen turnen schon rum, in der Küche wird schon wieder gekocht. War schon langweilig, sieben Monate zu Hause sitzen und warten, wann wir endlich losfliegen können. Wenn ich die Geräusche wieder höre, was hier hinten so passiert, dieses Gewusel, die Kollegen tragen, schleppen, machen, tun, schnippeln, das ist schon ganz cool. Also das ist jetzt langsam kribbelt's. Genügend Bier ist im Haus. Das letzte Mal getankt wurde im Oktober letzten Jahres. Aber seit heute in der Früh kamen die Kollegen vom Hofbräu und haben uns den ganzen Keller wieder vollgepackt. Jetzt läuft's. So läuft ein Bier. Hui, 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 hui. Jetzt muss erst einmal der Schaum aus der Leitung. Wir fangen wieder von vorne an. Das ist so für uns ein völlig neues Learning. Also jeder Griff, der normalerweise Alltag ist, den müssen wir jetzt erstmal wieder üben. So. Und dann ist es, aber es ist wunderschön, es perlt, schaut wunderbar aus. Darauf haben wir 7 Monate warten müssen. Cheers! Ja, Ziel der nächsten Wochen, Monate ist es einfach, dass diese Gemütlichkeit wieder einkehrt, dass dieses eben das Zusammenrutschen wieder passiert. Man weiß noch gar nicht, was auf einen zukommt, man ist so voller Euphorie und Vorfreude, kann es noch gar nicht so richtig irgendwie greifen und fassen, was da jetzt passieren wird und wie es passieren wird. Wir versuchen den Gästen einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, dass sie halt am Ende des Abends, am Ende des Mittagsbesuchs einfach ein paar Stunden Auszeit von ihrem normalen Alltag erleben durften.